So. Hi du. Sagen, ich reise noch zur Wüste. So. Oder soll ich noch was komplettieren heute? Das wäre natürlich dann nächstes Mal das Schleife suchen. Das wäre natürlich auch eine Idee, ne? Und einmal durch da. Wunderbarchen. So, und jetzt einmal nach rechts. So, was kann ich denn jetzt noch großartig erzählen? Ich möchte gespannt bin, was jetzt auf mich zukommt. Hi ihr. Ja. Ja, wohin? Das ist jetzt die große Frage. Zum Tempel der Zeit glaube ich nicht. Hier unten das Gebiet werden wir wahrscheinlich jetzt erkunden können. Ja, dass es fast aussieht, dass wir von da aus hinkommen. Reisen wir mal direkt zur Mine. So. So, und da habe ich auch schon was gesehen. Und darum ist auch wer. Oh, Link. Was ist mit den heiligen Flammen, von der du mir erzählt hast? Hast du sie denn gefunden? Ich bin so neugierig. Erzähl mir doch bitte, was dir widerfahren ist. Eine steinharte Geschichte, die du mir da erzählst. Du bist wirklich beeindruckend, Hank. Ich kann dir etwas von der Legende der drei Drachen erzählen. Es gibt tatsächlich einen verborgenen Ort in der Wüste vor uns. Ich habe nämlich einen kleinen Gang gefunden. Ich glaube, dass der Donnerdrache, einer der drei mystischen Drachen der Legende, dort sein Zuhause hat. Ich bin mir sicher, dass eine Verbindung zwischen ihm und dem Roboter hier besteht. Der Donnerdrache, die Roboter, die Steine der Zeit. Ja. Was für ein Mysterium. Und gut, dass ich dich hier antreffe, Link. Erinnerst du dich? Du hast mir noch vor einiger Zeit ein paar Rubine für meine Forschung gegeben, ja? Ich habe hier Steine der Zeit gefunden. Jetzt habe ich finanziell ausgesorgt. Ich gebe dir das Zehnfache von dem zurück, was du mir gegeben hast. Was habe ich denn dem gegeben? Wort. Arschloch. Moment, da drüben ist eine Truhe, die habe ich doch gesehen. Ha. Da unten ist ein Elektroschleim. Ich hätte ihm vielleicht mehr geben sollen. Das gewusst, dann hätte ich ihm, was weiß ich, 500 Rubine gegeben. Nee, das. Ja, also 50 Rubine so. Ich weiß nicht, oder? Wie viel habe ich ihm gegeben gehabt? Ich weiß es nicht mehr. Und da ist so ein scheiß Schattenkristall drin, so ein Mist.
habe ich jetzt 7 Stück. Brauche ich das Zeug überhaupt noch? Ich meine, ich glaube nicht, dass ich noch Items bekomme. Also nicht so wirklich. Und eins frage ich mich auch, wo hat er die Steine der Zeit verkauft? Weh, du hast mir damit Rätsel kaputt gemacht. Alter, Krone hier. Das ist auch nicht immer, ich muss hier weiter. Nicht da unten, sondern da oben weiter, ja. Nein, nicht da lang. Dumm, die dumm. Das sieht auch gut aus, hier war ich nämlich noch nicht. Und so. Und dann doch, hier war ich schon mal. Ach so, jetzt kann ich da unten weiter. Okay. Ah, finde ich auch gut. Hab ich das da? Hä? Er hat einen kleinen Gang gefunden, ist klar. Und da ist noch ein Gang mit Rubin. Und Zun. So. Braucht zwar wahrscheinlich nicht mehr so viele Rubine, aber man kann ja nie wissen. So. Ja, natürlich. So. Aber wenigstens finde ich es schön, dass sie nicht überall das gleiche gemacht haben. Ich meine, wenigstens, ja. Schmeiß die Bombe weg, Link. Schmeiß die Bombe weg. Schmeiß die Bombe. Dreckskatzin. Ach, jetzt habe ich auch noch den Stein getroffen. Dahinter ist doch bestimmt auch noch irgendwas. Oder auch nicht. Hopp, da lang. Hä? Dahinter ist doch noch mehr. Ja. Ein unzerstörbares Schild. Oh, mal gucken, ein unzerstörbares Schild wäre natürlich auch nicht schlecht. Ach, da sind ja noch mehr Klamotten drin. Nein, du. Ich möchte wissen, ob da noch ein bisschen mehr ist und die Krüge versperren mir den Weg. So, ich brauche mal wieder ewig für sowas. Das ist typisch für mich irgendwie. Wir sind noch massenhaft Rubine. Und den rum. Wie schafft es Link, sich eigentlich hier runter zu drehen? Dum, 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 dum. Jump, jump. Jump, jump, jump. So. Nu aber. Uhu, hier liegt Staub und hier schwirrt ein Schmetterling rum. Ameisen brauche ich nicht. Rubine. So, aber den Stein können wir mal rufen. So, boing boing. So. So, was besonders zu sagen? Ach, da wird wohl keine Bombe rauskommen. Nein, wie komme ich nur da raus? Meine Fresse. So. Und nun sind wir irgendwo. Dies ist die Ranel-Schlucht. Eine alte Legende zufolge lebt hier ein Drache, der der Göttin dient.
Legenden werden hier auf keinen Fall wahr sein. Ranelle-Schlucht. Schön, aber damit besteht die... Ja, doch. Ja, doch, die Wüste besteht aus drei Teilen. Sonst sich hier viele Steine in der Zeit befinden hat, hatte Kult hier wohl ein Steinwerk gehabt. Noch heute zeugen die Loren und Schienen hier überall von ihren Bemühungen. Bling. Yay, also die Wüste ist aber eindeutig das größte Gebiet. Und das sieht überhaupt nicht aus wie ein Dungeon. Okay. Probieren wir es einfach mal. Ja, komm. Bisschen geht noch. Bisschen geht noch. Bin gerade so drin. Irgendwie. So halb so da drüben ist. Was ist das? Scheint ein Schießsystem zu sein. Ich muss mich jetzt erstmal ein bisschen umgucken. Da geht's scheinbar nicht weiter. Da geht's nur mit speziellen Dingen scheinbar weiter. Das hier, lass mich raten, das ist der Drache. Jawohl, wir brauchen einen Stein der Zeit. Wir haben sonst ein Problem, weil der Drache tot ist. Auch mal nicht schlecht. So. Nimmt sich das da irgendwo? Ach so. Ja. Man achte auf Umgebung. Weil Bomben wachsen ja üblicherweise auf irgendwelchen Kakteen. Das ist vollkommen, wie die Natur es vorhergesehen hat. Und deswegen kann man da rein. Kann man da durch. Wuhu. Hops. Und hops. Natürlich. So. Nur mit Erlaubnis des Donnerdrachen. Ach, der Drache heißt Ranelle. Da unten blinkt doch was. Du hast ein klassisches Land, lass nicht hören. So öffnen, du kannst ihn aber nur ein einziges Mal verwenden. Das habe ich halt noch nie verstanden, warum man die Schlüssel nur einmal verwenden kann und da ist nur eine Ameise rausgekommen. So. Dumm. Ich habe die Erlaubnis. Erlaubnis in Form eines Schlüssels, den ich irgendwo aus einer Grube gezogen habe. Sehr gut. Hops. Hops. Hier werden ja sämtliche Items gebraucht, die man so im Spiel gekriegt hat. So. Das sind zwar überall Käfer und das Möchern, und die lasse ich nochmal aktuell in Ruhe. So. Damit haben wir das ganze System wieder aktiviert. Und das Ding ist sogar mobil. Und von hier kam ich. Ja, von hier kam ich gerade und du hast mir was zu sagen. Hier gibt es viele große Steine der größere Steine der Zeit. Hast du auch die Erlaubnis des Donnerdrachen eingeholt? Ich wollte dieses Exemplar hier gerade zu ihm bringen. Hier sind viele Ungeheuer. Sei vorsichtig.